Hallo, liebe Leute von Xbox Dynasty, hier ist euer Zorn und wir haben das neue Xbox One Dashboard Update bekommen und zeigen euch jetzt einfach mal, wie man einen Club gründet. Clubs findet ihr unter Community und dann auf der rechten Seite unter Clubs auf Xbox. An dieser Stelle seht ihr dann, dass ich schon zwei Clubs gegründet habe. Hier sind andere Clubs, die zuletzt aktiv waren und zum Beispiel Forza Motorsport 6 gespielt haben. Natürlich gibt es auch einen Major Nelson Club, der sich stündlich füllt. Und ja, Clubs kann man zu allen möglichen Kram erstellen und wir erstellen jetzt einfach mal einen zusammen. Gut, was für einen Club machen wir denn? Einen öffentlichen, einen privaten und einen verborgenen Club. Und ja, ich würde sagen, wir machen einfach einen öffentlichen und versuchen jetzt einfach mal einen Namen einzugeben. So, dann würde ich sagen, wir nennen uns heute die Forza Racers. Einfach nur just for fun hier schnell was eintragen. Wie ihr hört, schreibe ich mit Controller. Und deswegen machen wir einen kurzen Namen. Der Name ist noch frei. Wir machen ihn öffentlich und sagen, alles klar, Club erstellen. So, und schon beginnt die Magie von Xbox Live, die uns ein bisschen Kauderwelsch zeigt. Das ist aber natürlich normal im Xbox Beta-Programm. Gut, wir können jetzt unseren Club anpassen und zum Beispiel das Profilbild ändern. An dieser Stelle suchen wir uns natürlich irgendwie ein Auto raus, wenn wir denn eins finden, damit es auch zu unserem Club gut passt. Kompletten Spielebilder können als Club-Profilbild genutzt werden und dieses Auto nehmen wir doch jetzt einfach mal. An nächster Stelle kommen die Tags. Diese Tags sind dazu da, um euren Club einzuordnen in verschiedene Kategorien, Filter und ähnliche Bereiche. Unterteilt werden diese Tags in Kommunikation. Zum Beispiel sagen wir, wer diesen Forza Racer Club beitreten möchte, der muss ein Mikrofon haben. Er darf nicht beleidigen. Und jeder Inhalt ist in Ordnung. Gut. Spielstil unseres Forza Racer Clubs ist natürlich wettstreitend. Neue Spieler sind immer willkommen, wollen aber mit erfahrenen Spielern im Club spielen und wir wollen bei Turnieren teilnehmen. Und ja, Gamerscore wollen wir auch noch. So, und zu den Personen. Alle Altersgruppen, nur Erwachsene. Jeder ist willkommen. Jeder ist willkommen. Und dann müssen wir wieder hochgehen und auf Fertig klicken. Schon sind diese Tags für den Club gespeichert. Jetzt können wir noch eine Beschreibung zu unserem Club hinzufügen. Ich mache jetzt einfach nur mal. Yeah, so. Fahrt schnell, Leute, im Club vor allem. So, und sehr schön, fügen Sie Ihre bevorzugten Spiele hinzu. Ist natürlich Forza. Forza Horizon. Forza Horizon 3 kann ich leider noch nicht auswählen. Aber was haben wir denn noch so? Vielleicht nehmen wir noch das hier. Demo kann man sogar auswählen. Aber da kann man sich nicht großartig messen. Und dann würde ich sagen, die Auswahl kann beendet werden. Und diese drei Titel sind in unserem Club gespeichert. Möchten wir noch die Farbe ändern? Die seht ihr dann später. Jetzt einfach mal diese Farbe. Was anderes. Und ein Hintergrundbild für unseren Club können wir auswählen. Entweder wir entscheiden uns für ein Bild von den Erfolgen oder wir wählen Screenshots. Screenshots finde ich besonders cool, weil die hat keiner. Deswegen nehmen wir doch direkt den hier.
Doch schon alles vorbereitet. So, und wenn wir dann alles wie gewünscht eingestellt haben, drücken wir auf Fertig. Und der nächste Club ist fertig. An dieser Stelle muss man halt immer einmal zurückgehen, damit die Images einem Update versehen werden. So. Dies ist aber, wie gesagt, erstmal alles nur Beta und dafür läuft das schon sehr gut. Gut, an dieser Stelle können sich jetzt Mitglieder einwählen und diese Mitglieder können Gruppen erstellen. Zum Beispiel Samstags Cup Racing Team am Sonntag, Gamerscore, wie auch immer. Und die Forza Racers Clubmitglieder können sich diesen Gruppen anschließen, um dann diese jeweilige Mission zusammen mit anderen Clubmitgliedern zu meistern. Im Feed kann der Admin und auch andere Clubmitglieder Nachrichten oder Content teilen, zum Beispiel Videos, Erfolge, Neuigkeiten. Und in der Liste habt ihr die Möglichkeit, nach anderen Clubmitgliedern zu suchen. Über die Verwaltung kann man Einladungsanfragen und Empfehlungen verschicken bzw. bekommen, Berichte erhalten, wenn zum Beispiel andere euren Club besuchen und Inhalte, die geteilt wurden, als anstößig markieren. Wird dies beispielsweise unter Berichte angezeigt. Der Oberadmin, das bin ich, kann andere Personen einladen zum Club. Mache ich jetzt nicht. Bis zu 1000 Freunde könnt ihr auf einen Schlag einladen. Ja. Und in den Einstellungen könnt ihr dann nochmal auswählen, was für Optionen euer Club bieten soll. Beispiel können Personen den Clubbeitritt anfordern oder geht das nur auf Einladung? Wer kann Personen zum Club einladen? Admins, Mitglieder oder nur der Besitzer? Man kann nach Gruppen suchen. Die Sprache kann man zurzeit nicht ändern. Wie gesagt, das ist alles noch Beta-Status. Aber unseren Geschmack läuft das hier alles schon sehr flüssig, sehr schön und selbstverständlich, liebe Leute, haben wir einen Xbox Dynasty Club für euch erstellt. Wir haben schon 5 Mitglieder, 6 Follower. Der Club ist erst wenige Stunden alt und ihr Zeltkind, La Familia Tom, willkommen im Xbox Dynasty Club. Und ja, für die Geschichtsbücher haben wir dann auch direkt den ersten Feedbeitrag geschrieben und den die Clubgründung festgehalten. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir euch auch noch mal die Emojis zeigen. Sobald ihr die virtuelle Tastatur mit eurem Controller öffnet, drückt ihr zweimal LT und könnt schon zum Beispiel Pizza verteilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Hot Dogs nehmen. Dafür müsst ihr dann A-Taste gedrückt halten und Steck überbewertet. So, und ein Controller, weil wir lieben Xbox natürlich. Und klatschen ein bisschen Beifall, weil das hier ist hier einfach witzig. So, das geben wir jetzt einfach mal frei, nur um euch zu zeigen, dass hier das auch alles funktioniert. Und die Emojis sind da. Wenn euch das gefällt, könnt ihr X drücken und dieses Dankeschön von La Familia Tom und Bierzeltkind. Auf jeden Fall ein X gefällt mir. Und ja, liebe Freunde, das war es auch schon von mir. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ich konnte euch ein bisschen zeigen, was hier alles möglich ist. Und ja, lasst ein Abo da, folgt uns auf Twitter, besucht Xbox Dynasty. Ihr kennt das, ne? Muss ich keine Werbung machen. Ciao!